der Vespa besonders ist alles. Der Sound, das Design, das ist einzigartig. Das kann man nicht beschreiben, da muss man sich draufsetzen. Ich bin der Jörg Steinmetz. Der Name Vespa ist mir eingefallen, als wir in Italien waren. Und was ich an Italien legendär finde, sind diese Tankstellen mit der kleinen Bar drin. Die Halle ist von 1877. Ich habe sofort gewusst, das ist es, weil es hat schon so nach Öl gerochen und wirklich ausgeschaut wie beim Meister Eder. Also wir sind spezialisiert auf die ganz alten Modelle, das heißt von 1946 bis in die 2010er Jahre. Das sind halt wirklich noch die echten Vespas. Wir haben natürlich für all diese Vespa-Modelle auch die Ersatzteile. In Einzelfällen geben wir schon auch mal den einen oder anderen Deko-Gegenstand her, aber ich hänge schon auch daran. Also das sind so Erinnerungen an irgendwelche Oldtimer-Märkte in Italien. In unserer Werkstatt machen wir eigentlich alles von komplett Neuaufbau einer total vergammelten Vespa bis hin zum Service, Reifenwechsel, solche Sachen. Das Schöne ist, dass unsere Kunden wirklich sehr vielfältig sind. Die verrückteste Geschichte war eine große Holzkiste, die ist per Spedition hier angekommen, von Mallorca hierher. Und drin war eine richtig schöne alte Vespa aus den 60er Jahren. Und die wurde tatsächlich hierher geschickt zum Service und dann wieder zurück. Aber warum nicht? Ich finde ja, Leute, die sind nicht geizig, passt. Unter anderem machen wir auch den inzwischen doch sehr beliebten Barista-Kurs. Sowohl eben Latte Art, dass man eben diese wunderbaren Herzhalle auf den Milchschaum zaubern kann, wie auch einen gescheiten Espresso herzustellen, was durchaus nicht einfach ist. Die Kochkurse macht vorwiegend unser Koch, der Raffaele. Bei uns gibt es regelmäßig Schrauberkurse. Der Robert, der diese Kurse alle konzipiert hat, denkt sich, da läuft was Neues aus. Die einfachen Reparaturen, spezielle Elektrikkurse, bis hin aber auch zu den Motorrevisionen. Für viele ist es ja doch recht abstrakt. Die Vespas sind deshalb so beliebt nach wie vor, weil das erinnert dich natürlich an, also mich an meine Kindheit, an Italien. Bringt eigentlich nur positive Schwingungen und Hauptsache es steht Vespa drauf.